Vergleiche. Die Operanden sind vom Typ int, short, long, float, double oder character. Geliefert wird ein Wert vom Typ boolean. Das sind die Operatoren gleich, gleich für die Gleichheit. Ungleichheit, kleiner, kleiner, gleich, größer, größer, gleich. 4 gleich, gleich 5 ergibt false. 6 ungleich 7 ergibt true. Minus 2 Punkt, kleiner 0.1. Jetzt vergleichen wir also zwei Gleitkommazahlen. Ergibt true, weil minus 2 ist wirklich kleiner als 0,1. 3 kleiner gleich 3 ergibt true. Man kann auch Buchstaben vergleichen. A größer gleich oder größer b ergibt false. Hier wird genutzt die sogenannte ASCII oder Unicode-Repräsentation und es ist hier sichergestellt, dass die Metrik entsprechend der Größe der Buchstaben oder des Auftretens der Buchstaben im Alphabet genutzt wird. Das heißt, A ist kleiner B, B ist kleiner C, C ist kleiner D. 1 größer gleich minus 1 ist hier true. Da habe ich mir das größer gleich Symbol benutzt.